Hallöchen, ihr Lieben. So, willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. So, beim letzten Mal, genau, da unten. Was ist es da so blau? Oh, hat er noch nicht geladen. Ja, das letzte Mal habe ich ja da unten die beiden Monster-Spawner gefunden. Und, okay, ich war wohl nochmal draußen gewesen am Feld, so wie es aussieht. Ach, genau, das hatte ich abgeerntet. Das sollte ich jetzt eben nochmal bestellen gehen. Sonst wächst da doch nichts mehr nach. So, das heißt, wir nehmen uns da mal. Zuckerrohr haben wir auch eine Menge, wenn ich das gerade richtig gesehen hatte. So. Da kann man wunderbar von hier aus dran. Das war's schon mit der Lage. Dann nehmen wir mal die nächste. So. Ja. Also, ich hatte ja beim letzten Mal die Spawner gefunden und die Schlucht, glaube ich. Da werde ich jetzt gleich nochmal hintigern, mal ein bisschen reingucken, was es da so gibt. Ob da was Brauchbares bei ist. Eigentlich war ich ja runtergegangen, um ein bisschen Eisen zu finden. Ich glaube, Diamanten waren auch noch dabei gewesen. Dann hatte ich das Schwert verzaubert. Ja. Soweit, so gut. Eisenspitzhacke kann man mal mitnehmen. Genau, die Pilze hatte ich auch abgebaut. Die müsste ich mal wieder neu pflanzen. Allerdings wollte ich da ja auch so einen Raum für machen. Da muss ich dann mal schauen, wo ich den hinsetze. Oh, da haben wir mittlerweile mehr als genug. Die Pilze packe ich auch mal damit rein. Zuckerrohr auch. Das haben wir auch erstmal genug. Würde ich mal behaupten. Zumindest für die erste Zeit. Weizen haben wir jetzt auch schon mal ganz gut. Fleisch sind wir gut mit ausgerüstet. Die Kohle können wir da bestimmt irgendwo zwischenpacken. Da. Die Slabs packen wir mal da rein. So. Dann die Hacke. Eine Axt brauchen wir wahrscheinlich eher nicht. Nehme ich aber trotzdem mal mit für den Fall der Fälle. Kann ja immer mal sein, dass man aus irgendeinem Grund. Den Bogen kann ich aber da oben reinpacken. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. So, jetzt gehe ich nochmal runter. Gucken, wie gesagt. Ah, stopp. Ich kann mal direkt Stufen mitnehmen. Da könnten wir dann noch welche fertig haben. Genau. Wunderbar, wunderbar. So, und dann muss ich das Ganze noch erhöhen. Genau. Ja, das heißt, wir können mal direkt hier die abreißen. So, die gute Diamantspitzhacke, ich weiß, aber wir haben ja beim letzten Mal auch Diamanten gefunden. Von daher mache ich mir da jetzt nicht die Panik. Zumal Diamant eh sehr lange hält. Also ich glaube 1000 Blöcke oder so kann man damit abbauen. Und von daher mache ich mir da jetzt nicht die Panik, wenn wir die zwischendurch mal einsetzen. Und wenn wir dann neue brauchen, brauchen wir dann neue. Dafür farmt man ja schließlich hier ab und an mal ein paar Diamanten. So, da muss ich gleich nur dran denken, da zwei höher zu setzen. Mal ein bisschen was essen. So, und jetzt muss ich natürlich mal schauen, wie ich am besten den Aufgang, wo bin ich da überhaupt rum? Wie bin ich da beim letzten Mal hingekommen? Puh. Irgendwo, ich habe da eigentlich gedacht, ich wäre hier hinten, aber das sieht mir nicht. Oder habe ich da was abgebaut? Da hatte ich Diamant gefunden, genau deswegen hatte ich das abgebaut. So, ja, jetzt kommt's langsam wieder. Also, hier haben wir den Spawner. Da haben wir den anderen. Und da, ach so, ich habe gar keine Schaufel mitgenommen. Jetzt habe ich's langsam wieder. Gucken wir mal eben, was hier so in die Richtung ist. Denn ich habe auch gerade kein Holz dabei. Was natürlich nicht sehr intelligent war. Aber es ist jetzt passiert. Machen wir jetzt das Beste draus. So. Denn ich denke mal, dass wir auf diesem Weg ja ziemlich gut Richtung Treppe kommen werden.
Dementsprechend würde ich dann auch gerne dort irgendwo so eine Art Aufgang haben. So viel Erde. Weiß gar nicht, hatte ich euch die Story schon mal erzählt, dass mir der Dirt in der Multiplayer-Welt zwischenzeitlich mal ausgegangen war und ich ernsthaft Dirt farmen musste, damit ich das, was ich vorhatte, bauen konnte. Also normalerweise schimpft man ja immer darüber, dass man so viel Erde hat. Aber mir war sie da tatsächlich mal ausgegangen. So, hier wird uns das aber nicht passieren, denn wir haben oben noch sehr viel Erde. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da haben wir schon mal gebuddelt. Das ist doch schon mal gut. So, da haben wir auch Eisen. Das ist noch besser. Denn Eisen kann man immer gut brauchen. Zack, da ist noch mehr. Wunderbar, wunderbar. So, Katabusch. Einmal rüber. Ach, da ist noch mehr. So, nicht direkt runterstellen, falls was passiert. Ei. So. Jetzt muss ich nur mal gucken, welcher Gang das war, den ich hier gerade angepiekst habe. Hätte mir auf jeden Fall eine Schaufel mit runternehmen sollen. Yep. So. Dieser Gang, den wir hier unter uns sehen, ist welcher? Mein, wo ich quer rumgebaut hatte, genau. Nee, da doch. Da geht's weiter. So, und hier sind wir wo? Hier ist der Hauptgang. Das heißt, die Monsterfalle scheint irgendwo hier drüber zu sein. Wow! Jetzt werden wir hier aber nicht unfreundlich, Herr von und zu, ja? Also, ne? So schon mal gar nicht. Habe ich die Falle denn nicht, habe ich die denn nicht oben richtig ausgeleuchtet? Scheint mir bald so. Von irgendwo her spawnen die ja schließlich. Die Frage von welchem die jetzt kam. Setzen wir mal hier sicherheitshalber noch Fackeln drum. So, das dürfte auf jeden Fall hell genug sein. Der scheint gut ausgeleuchtet zu sein. So. Ja. Überlegen, überlegen, überlegen. So. Hier war der Gang. Und der führte nach dahin. Das heißt, wir legen jetzt erstmal hier ein bisschen was frei. Die Mosey Stones, die nehme ich mir wahrscheinlich nachher auch noch mit. Ich hoffe, dass ich da auf Dauer noch mehr von finde. Denn die kann man immer schön für Ruinen brauchen, wenn man irgendwo Ruinen baut. Oder eben für das Labor, was ich vorhabe. So, vor allem erstmal wieder ein paar Fackeln verteilen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Da mal stehen Creeper hinter einem und das wart. Das muss ja nicht sein. Ja. Ich finde das interessant, dass die Spawner hier so nah beieinander sind. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo. Ich hätte mir vielleicht die Koordinaten anschauen sollen. Wäre vielleicht einfacher gewesen. So. Den auch noch. Wie weit reicht denn der? Ah, Gott. Gut, 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 gut. Ja. Den machen wir jetzt mal eben hier Licht. So. Also, 1, 2, 3, 4.
Da ungefähr sollte der Spawner hinter sitzen. Jo. Das wird dann unser Eingang. Wo kommen wir denn aus, wenn wir jetzt hier einfach mal runtergehen? Irgendwo werden wir ja sicherlich rauskommen. Ob links oder rechts, daneben müssen wir dann schauen. So, da haben wir schon mal Licht. Und jetzt mache ich mal Folgendes, ich springe da jetzt einfach runter. Sobald ich hier Licht gesetzt habe, zur Sicherheit. Ja, so, also, wir sind nur ganz knapp daneben. Das ist doch super, das ist doch echt super. Das heißt, wir machen uns hier erstmal ein bisschen Platz. So, da oben. Da kann man ja direkt von da hinten aus im Prinzip, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, jetzt müsste ich dann nur wieder hochkommen. Hopp, hopp. 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 Das war, glaube ich, genau der falsche Grad, den ich weggehauen habe. Naja, dann machen wir es jetzt ganz primitiv. So. Zumachen können wir später immer noch. Ah, genau, ich habe nicht ganz gerade, sondern so. Das passt ja wunderbar. Denn dann müssten wir hier nämlich genau neben der Treppe da hinten auskommen. Dann kann man da nämlich einen wunderbaren Gang nach da machen. Dann können wir uns später dann mal überlegen, wie wir das dekortechnisch noch alles hinmachen. Dass das ein bisschen hübscher aussieht. Aber jetzt erstmal gucken, ob ich richtig damit liege. Dass wir quasi neben der Treppe auskommen sollten. Quasi gesehen, ja. So, da die Treppe ja eh noch zwei aufgestockt werden soll, wären wir ja im Prinzip dann hier auf der Höhe richtig. Oder nicht? Oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht? Geh mal gucken. Einmal Loki Loki machen. Hüpf, 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 hüpf. So. Ach, da war so eine Ebene, genau, da haben wir Obsidian. So, zack. Ja. Gehen wir mal davon aus. Machen wir es so. Dahin, dahin. Ja, jetzt kommt Standard nicht mal mehr runter. Aber dann müssen wir das sowieso weghauen, damit wir später da lang können. Aber ich glaube, das reicht so noch nicht. Wir müssen hier doch wirklich ernsthaft überall aufstocken. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wo hängst du jetzt hier die ganze Zeit da oben? Ah. Autsch. So. Ist jetzt mit Sicherheit nicht das Beste mit der Erde hier zwischen, aber da kommt eine Treppe drüber, also wurscht. Allerdings sollten wir hier direkt auch schon mal wieder abkloppen. Wo bin ich denn jetzt hier? Orientierung verloren. Wow. Oh mein Gott, ich missbrauche die gute Diamantenhacke. Oh nein. So. Ich glaube, ich bin schon wieder hier, ne? Dass ich hier mal, ja, wegmachen sollte. So, dass das immer so weit nach unten geht. Mei, mei, mei. Ich glaube, das wird aber nachher immer noch zu hoch sein, wenn wir da die Treppen draufsetzen, dann kommen wir trotzdem nicht hoch. Müssen wir also nachher nochmal eins weghauen. Na, so, danke. Ja,
Das war's mit der ersten Schicht Erde.